Hallo zusammen, hier ist wieder euer und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da möchte ich wieder ein paar mehr öffnen. Diesmal einmal mit dem Main, da habe ich letzte Woche tatsächlich einiges im Endgame erledigt und ja, jetzt will ich den Schau ein bisschen gieren. In der ersten Woche von der vierten Season habe ich ja lediglich hier ein bisschen Timewalker gemacht, um quasi die Woche fürs T-Mog voll auszunutzen. Diesmal bin ich jetzt auch ein bisschen im Plus unterwegs gewesen. Jetzt kein super gutes Gear, aber zumindest schon ein bisschen was. Und ja, zumindest die Waffe habe ich schon auf Max upgegradet. Und jetzt wollen wir hier mal reinschauen. Und noch bei über 60 Twinks, denn ich war letzte Woche eigentlich fast ausschließlich, nachdem ich so die Weekly-Sachen erledigt habe, im LFR unterwegs und habe da ein bisschen T-Mog gefarmt, beziehungsweise halt auch den Vault aufgefüllt. Das kann ich euch jetzt mal kurz mit meiner kleinen Tabelle zeigen. Jetzt wird es ein bisschen heller. Ich habe mit einigen Chars, wie ihr seht, die LFR-Teile durchgeballert. Insgesamt mit 69 Chars war ich quasi alle LFR-Teile in Arborus und ja, mal gucken, was wir da so rausziehen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Relevanten an, und zwar mit dem Main. Und da stellen wir den Lootspec jetzt mal auf Wildheit um. Was ich brauche, sind eigentlich ehrlich gesagt Trinkets. Die sind am schlechtesten. 4er-Set-Bonus habe ich. Waffe ist auch schon tippitoppi. Also schauen wir mal, ob ich da ein Trinket rausziehe. Und ja, mit dem Barren werde ich mir sonst noch was kaufen. Mal gucken, was drin ist. Und wenn nett, dann kriegen wir hoffentlich einen T-Mog. Ich war im HC-Raid und im M-Plus habe ich einiges gemacht. Also seht ihr, ich habe 6 Slots. Und schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Also wir hätten einmal die Tierschultern drin. Die wären schon ein Upgrade, aber theoretisch die ich habe, könnte ich auch in Tier umwandeln und die sind von derselben Höhe, ne? Also wenn ich die jetzt einfach upgrade, das wäre jetzt ein Riesen-Upgrade. Dann habe ich ein Trinket. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das gut ist, das müsste ich simmen. Und dann habe ich einen Hals mit ziemlich viel Versa. Ja, der wäre auf jeden Fall besser als das, was ich habe. Aber der ist halt auch aus diesem HC-Track, ne? Und dann haben wir jetzt hier ein paar Items, die im Mythic-Track sind. Oder Mythos heißt das ja. Wie heißt der? Held Mythos, genau. Ich blicke da immer noch nicht ganz durch. Also wir hätten eine Brust. Das wäre natürlich ziemlich big. 522, das sind einfach mal 20 Item-Level mehr. Und natürlich auch die guten Stats. Also die wäre, ich denke mal, besser als das Zeug zumindest mal. Dann habe ich Schuhe drin. Die sind natürlich eigentlich auch ein Item-Level-Upgrade, aber die Craft-Schuhe, ich habe da mal in der WoW-Head-Bissliste geguckt, die Schuhe, die ich mir gecraftet habe, sind Biss und die will ich eigentlich, wenn ich jetzt nur eine Marke mehr habe, aufs Max upgraden. Das war eigentlich der Plan, deswegen sind Schuhe uninteressant und der Umhang ist nett, aber hat eigentlich auch nett geile Stats, also Versa Tempo ist eigentlich das, was ich haben will. Also ich tendiere am ehesten tatsächlich zu den Beinen. Dann hätte ich schon mal, Max-Level-Beine. Weil die ich jetzt habe, die sind quasi auf 502 eh schon, gecapped. Da kann ich dann eh nichts anderes machen. Jetzt die Trinkets, ich müsste jetzt mal nochmal gucken. Wir könnten es natürlich jetzt auch durchsimmen. Aber, wir können jetzt auch mal schnell, ne, so on the fly quasi, auf Blood Mold gucken. Da sind ja diese Trinkets alle ein bisschen aufgelistet. Und dann schauen wir einfach da mal, wie es ausguckt. So, Leute, ich habe mich gerade umentschieden. Irgendwie denkt Blood Mold, das hat heute keinen Bock. Es lädt jetzt schon seit über einer Minute so rum. Scheiß auf die Trinkets, die holen wir uns dann eh über die Barren. Ich hole mir jetzt einfach die Hose. Und gut ist, kein Bock mehr. Wie jetzt im Stream schon wahrscheinlich nicht zu Unrecht gesagt wird, alles, was nicht auf Mythos-Item-Level ist, kann ich eh vergessen, ne? Weil ich das dann ja nicht auf Max upgraden kann. Also, tüten wir die Beine ein und Ruhe ist. Nehmen wir sie gleich mal an und können dann auch die Verzauberung drauf machen, dass ich das nicht vergesse. Jetzt schauen wir mal nochmal. Ja, haben wir die VZ drauf. Und natürlich auch hier gleich schon mal, ne? Um T-Moggen, dass das wieder vernünftig ausschaut. Mein T-Mog, das ich seit Wottel habe. Gut, was brauchen wir denn auf den Beinen? Wir brauchen einmal Gegenstandsverbesserung, Beine. Und dann hatte ich, glaube ich, genau, Aki. Was, ich hatte Aki und Rüstung drauf? Ich glaube, ich habe das Falsche drauf gehabt. Hey, da gibt es doch eine mit Aki und Aki und genau, Vielseitigkeit gibt es, aber da gibt es noch ein anderes. Gab es da nicht auch was mit Ausdauer? Genau, hier.
Ausdauer und Beweglichkeit. Keine Ahnung, wer Rüstung nimmt. Rüstung ist totaler Rotz eigentlich. Vor allem beim Guardian, weil du eh über die Active Mitigation so viel Rüstung kriegst. Da ist dann der Rüstungsstat eigentlich eh für Katz, wenn wir ehrlich sind. Wisst ihr, weil, also, ich kann es ja x-mal stacken, das Eisenfell, und dann rentiert sich das überhaupt nicht. So, packen wir das drauf. Und dann sieht das doch schon mal gut aus. Dann gucken wir weiter zum nächsten Char. So, der nächste Char ist mein Hexenmeister. Und da waren wir ein bisschen im LFR unterwegs. Jetzt schauen wir mal, was wir drin haben. Also, ich hoffe auf T-Mock. Okay. Wir haben einmal... Achso, vielleicht sollte ich euch noch zeigen, wie aktuell der Stand ist. Das machen wir jetzt vielleicht. Vielleicht schreibe ich mir das am besten auch auf. Bei den Raids, ne? Und zwar war ja letzte Woche Arboros der Fall. Und ich habe schon ziemlich reingehasselt. Seht ihr, ich war letzte Woche fast die ganze Zeit in Arboros unterwegs. Und, warte mal, das schreiben wir uns mal auf. Arboros. Und da fehlen mir jetzt im LFR... LFR habe ich quasi 32 Items, also 84% Prozent, und im Normal sind es noch 16 Items, also 92%. So, okay. Genau. Also da fehlen mir tatsächlich nicht mehr sonderlich viel. Und aus dem Vault, was ich jetzt, wie ich das mitgekriegt habe, wenn ich jetzt quasi in den LFR laufe, kann ich Items aus allen drei Raids kriegen. Seht ihr, das ist aus dem Mithrasil, das ist aus dem Gewölbe und das hier, gut, das sind die Set-Schultern, die kriegst du aus allen drei Raids. Also indem ich jetzt zum Beispiel Arboros laufe, kann ich auch die T-Mox von dem anderen bekommen, erhöht natürlich den Pool so ein bisschen. Und das Item hier ist jetzt aus dem Gewölbe, ist jetzt ein No-Brainer, nur das Einzige, was ich brauchen kann. Also das nehmen wir schon mal. Und dann können wir es eigentlich auch gleich upgraden. Das Gute ist, ich habe mit den Chars, ne, also im LFR bekommst du ja quasi immer nur die kleinen Marken, also die Welpenmarken. Deswegen habe ich da jetzt schon 150. Und wenn du diese Weekly-Quest da machst, kriegst du halt die Drachenwappen. Ne, und die brauchst du halt dann immer für die letzte, die fünfte Stufe. Halt, das legen wir jetzt einmal an, obwohl, das ist eh seelengebunden schon, ne? Aber wenn ich aus dem LFR was gedroppt kriege, muss ich es immer einmal anlegen, sonst kriege ich quasi den Timok nicht. Genau, und dann graden wir es nur ab. Dann haben wir jetzt die Normal- und die HC-Variante. Achso, vielleicht schreibe ich die anderen Dinger auch noch auf, dass ich weiß, wie viel ich da jetzt hochgekommen bin. Was haben wir da? Also das hier ist quasi Vault. LFR waren jetzt... Da brauche ich fast nur alles, ne? 117 Teile sind das. Da bin ich erst bei 39%. Und im Normal, was brauche ich da noch? Da habe ich schon wesentlich mehr, seht ihr? 46 Items brauche ich da noch. Da sind wir schon bei 67. Das liegt aber auch daran, weil man in der ersten Season sich quasi die Normal- und HC-Sets außerhalb der Raids holen konnte. Ne? Deswegen habe ich da im Gewölbe schon so viel. In Arboros konntest du dir Normal- und LFR holen. Und in der Mithrasil konntest du auch Normal- und LFR holen. Aber da bin ich auch schon relativ weit. Da habe ich in der Woche vor Patch oder vor der vierten Season, so muss man ja sagen, war ich da schon unterwegs und habe was gemacht. Was wir auch zusätzlich noch ein bisschen gucken können, ich habe jetzt wieder einen Charge für den Katalysator und dann können wir hier eventuell auch noch ein bisschen reinschauen. Mittlerweile haben sie es jetzt bei All of Things hier eingefügt, dass man direkt die Sets von der vierten Season hier nachschauen kann. Aber Hexer brauche ich sowieso nichts, also das passt jetzt schon mal. Aber da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel, ne? Im LFR sind es jetzt noch 12 Teile für alle Klassen und im Normal 2. Und gut, HC und Mythic, da habe ich natürlich noch nicht so viel. Die HC-Set-Teile, die, ne, die Hälfte habe ich schon, tatsächlich. Die sind aus den Teilen, die ich aus Black Temple bekommen habe, ne? Aus der Quest, da gab es einmal ein HC-Teil dabei, deswegen habe ich da schon ein bisschen was. Juti, dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir als nächstes einen Priester. Schauen wir mal, was der drin hat. Wenn ich jetzt zwei Items habe, die ich brauchen kann, dann werde ich, glaube ich, abwarten und erst alle anderen Chars machen und dann erst picken, glaube ich. Wir haben den Streitkolben und Handgelenke. Das ist genau der Fall. Wo ist denn das eine her? Das ist aus dem Gewölbe.
Schwierig. Gelenke und Streitkolben. Warte mal, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Achso, den Loot. Theoretisch müsste ich den Loot-Spec, je nachdem, was ich haben will, auch noch umstellen. Aber da mir in einigen Raids noch ziemlich viel fehlt, ne, vor allem im Gewölbe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Paler habe mit Einhand- und Zweihandwaffen, je nachdem Spec, ich glaube, da habe ich im Gewölbe noch so viel Zeug, dass das jetzt, glaube ich, aktuell noch nicht zum Tragen kommt. Aber wenn ich da ein bisschen mehr habe, dann wird es, glaube ich, interessant. Jetzt können wir mal gucken. Warte mal, vielleicht schreibe ich mir den Priester jetzt einmal kurz auf. Und schau mal, welche beiden Items ich habe. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann ich nämlich eventuell nachher nochmal einloggen und mich quasi für das entscheiden, wenn ich eins von beiden kriege. Ne? So wie es aussieht, müsste ich das hier upgraden. Dann kriege ich ein Temok raus. Da habe ich die LFR, aber nicht die Normal-Variante. Und ja, vielleicht kann ich auch gucken, dass ich auf irgendeinem Char diese Normal-Variante noch rumliegen habe. Müsste ich mal gucken. Vielleicht finde ich da sogar einen Char und kann dann das andere nehmen. Aber das schauen wir erstmal weiter. So, dann gleich nächster Char, der Magier. Muss ich immer noch mal gucken, ob ich noch Sachen habe, die ich upgraden kann, wisst ihr? Also haben wir Beine, die brauchen wir nicht. Das Trinket ist gar nicht so schlecht tatsächlich, aber mir ist es ja hier wichtiger, Temok zu bekommen. Und hier habe ich was aus Amidrasil, was ich tatsächlich sowohl im Normal als, also im LFR als auch im Normal brauche. Also es ist ein No-Brainer, nehmen wir das Teil. Man wird natürlich auch 6 Marken kriegen, was gar nicht schlecht ist, wo man nur Sachen auf Ding upgraden könnte, ne? Auf HC-Item-Level, also selbst wenn es 3x Zonk ist, ne? Und dann ich nichts für Temok brauche, kann ich immerhin noch die Abzeichen nehmen. Oder ich nehme das Gear-Upgrade, ne, aber die Chars haben alle jetzt schon halbwegs Stuff rumliegen. Ich biete euch meine Hilfe an. Gucken wir mal hier. Dann haben wir jetzt auch noch Normal-Item-Level. Wunderbar. Achso, das mit dem Flugstein habe ich jetzt nicht. Warte mal, graden wir mal noch irgendwas anderes ab. Die nehmen wir jetzt noch schnell mit. Zum Beispiel die Brust hier. Da gibt es noch ein bisschen for free ein paar Steinchen. So, gut. Als nächstes haben wir dann einen Krieger. Gucken wir mal, was der Schickes rauszieht. Oh. Der hat noch den... Warte mal, habe ich da letzte Woche das nicht aufgemacht? Weil der hat jetzt noch Loot aus Timewalker Dungeons. 2x eine Hose, perfekt. Der hat wahrscheinlich 2 Vaults. Warte mal. Hose brauche ich wahrscheinlich jetzt mit dem nicht, oder? Für ein Upgrade. Ich glaube, Worry ist komplett durch, oder? Was haben wir hier? Hände. Nee, also die Hosen bringen mir eigentlich gar nichts. Nehmen wir hier mal die Münzen. Und dann müsste ich direkt noch einen Vault haben. Ja, seht ihr, ich kann noch einen aufmachen. Ja gut, anscheinend mal vergessen. So. Was haben wir denn da? Ein Hals bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Aha! Eine Hose. Wo sind die her? Die ist aus Amidrasil. Und da haben wir 50%. Heißt, ich habe anscheinend das Normal-Item. Aber nicht das LFR-Item, was ja hier rauskommt. Okay, das nehmen wir. Das muss ich wahrscheinlich jetzt Organe mal upgraden, oder? Genau. Heißt, wir können es jetzt eigentlich so, wie es ist, verkaufen, weil das Ding brauchen wir, wenn wir ehrlich sind, nicht. Und, achso, die Münzen, die kann ich theoretisch auch gleich nur eintauschen, ne? Dass wir da das nicht vergessen. Der ganze Mist kann weg. So. Und zwar nehmen wir jetzt hier die Würmwappen. Das kann man bestimmt mal irgendwann benutzen, ne? Theoretisch kann ich sie quasi nicht verbraucht lassen und wenn ich sie dann in der Season nicht brauche, eher Gold auswählen, aber auf WoW Thing sehe ich dann bei jedem Char die Münzen angezeigt, wenn ich irgendwas upgraden will. Also diese Crests, ne? Aber nicht die Münzen im Inventar, deswegen, ja, brauche ich die auf. Scheiß auf das bisschen Gold dann. So, als nächstes haben wir einen Druid. Ich müsste mal die ganzen Waffensachen durchgucken, aber ich denke mal, ich brauche eh noch einen Agi-Stab, da stellen wir jetzt mal nichts um. Oh, das sieht nach ziemlich vielen Set-Sachen aus.
Okay, Set Hose, Set Hände und eine Brust. Das habe ich natürlich alles schon. Also jetzt gucken wir mal, ob es ein arges Upgrade wäre. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich glaube, ich nehme hier sogar die Gear-Items. Hat den Hintergrund, weil ich Normal, LFR und HC-Set mit dem Druid eh schon über den Main fertig habe. Und Mythic-Set werde ich mit dem Twink dann eh nicht farmen, sondern mit dem Main. Also bringen mir die Upgrade-Items auch nicht viel. Heißt, mit dem kann ich eigentlich das Gear auch direkt nehmen, wenn wir ehrlich sind. Jetzt schauen wir mal, was das Beste wäre. Wahrscheinlich sogar die Hände, ne? Komm, wir nehmen die Hände. Nehmen wir die Hände. Weil wenn ich mit einem Druid irgendwas dann im Endgame mache, dann mache ich es eh mit dem Main und nicht mit dem hier. So, dann gucken wir auf den nächsten Char. Und zwar habe ich jetzt hier eine Shami. Gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Also, wir haben einmal einen Ring. Dann haben wir eine Hose. Und... Oi, es hängt sich gerade ein bisschen was auf. So, irgendwie gerade ein Disconnect gehabt. Das schauen wir aber nochmal rein. Also, was haben wir noch? Eine Hose und... die Schuhe. Okay, das ist ein No-Brainer. Wo sind denn die her? Die sind aus dem Gewölbe. Dann schlagen wir doch da mal gleich zu. Und die haben, ach, die haben sogar Movement Speed drauf. Sehr schön. Und die können wir dann auch nochmal upgraden. Da gibt es dann auch mal einen T-Mock. Also es ist gut, wenn ich immer Sachen aus dem Gewölbe dabei habe, ne? Weil da habe ich halt so fast noch gar nichts, ne? Halt, wir können sogar die Quest nur annehmen. Nehmen wir noch ein bisschen Zusatzwappen mit. Wenn wir schon da sind. Achso, die kleinen brauche ich sogar gar nicht, weil ich schon höhere Schuhe habe, ne? So, geben wir das noch ab. Und dann haben wir hier wieder ein Teil. So ist es natürlich relativ angenehm, ne? Weil im LFR jetzt an sich, du gewinnst so selten was. Da kriegst du hier tatsächlich besser den Loot dann zusammen. So, dann haben wir einen Evoker. Schauen, was der Schickes drin hat. Okay, das ist aus Amethrasil, brauchen wir nicht. Handgelenke, deine Hose, die brauchen wir auch nicht. Und, dann haben wir einen Rücken. Der ist aus dem Gewölbe, ne? Na gut, die meisten Sachen, die ich halt brauche, sind aus dem Gewölbe. Sehr schön. Können wir den auch einmal dann noch upgraden, tatsächlich. Ich hoffe, der hat hier auch die Marken. Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, der hat die Upgrade-Marken nicht. Das ist natürlich blöd. Und schon habe ich die Quest mit dem nicht gemacht. Ja, gut. Jetzt bin ich gerade überlegen, was ist das Schnellste, um die Marken zu kriegen. Also ich habe nicht zufällig schon einen höheren Umhang, nee. Also dann können wir jetzt erstmal das Ding nur upgraden auf wahrscheinlich 4 von 5. Ja. Und für die restlichen muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht einen Worldboss umhauen oder so. Dann werden wir jetzt gleich mal gucken. So, dann machen wir jetzt erstmal aber noch den Hunter hier. Gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Also wir haben einmal eine Taille. Dann haben wir einen T-Kopf und wir haben den Umhang. Okay, also das sind drei Sachen, die ich nicht brauche. Wäre jetzt eins von denen ein krasses Upgrade. Wäre ein okayes Upgrade. Aber wisst ihr was? Dann nehme ich die Marken. Und ja, die kann man bestimmt mal für irgendwas brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Kaufen wir hier gleich mal ein paar von dem Stuff. Dann sollte das doch passen. So, nebenbei habe ich jetzt den Worldboss umgehauen. Noch ein paar Marken geholt. Jetzt können wir das Ding auf die letzte Stufe upgraden. Wunderbar. Ist das Ding auch schon mal verwurstet. So, dann haben wir als nächstes den Monk. Bei dem brauche ich, glaube ich, sogar noch zwei LFR-Set-Teile. Mal gucken, vielleicht ist ja eins von beiden drin. Okay, wir haben einen Trinket, einen Ring und einen Trinket. Das ist natürlich belastend. Also Ringe brauche ich auf keinen Fall, so wie es aussieht. Das ist der schlechter. Und die Trinkets wären natürlich schon besser, aber komm, auch hier würde ich dann sagen, nehmen wir lieber einmal die Marken und können damit vielleicht dann nur das eine oder andere upgraden. Jetzt gucke ich mal. Ja, okay. Wow, warum hat denn der 175 Drachenwappen? Ah, interesting. So, dann haben wir jetzt noch einen Demon Hunter. Wir mal wieder ein bisschen T-Mog. Keine
Items, die mir quasi keinen Mock bringen. Hier wie so Ringe und Trinkets, ne? Das war jetzt eben nix. Na gut, jetzt haben wir zwar lauter Gear-Items, aber auch kein T-Mock dabei. Also die Handgelenke, jetzt schauen wir mal, ob es arg besser ist. Brust, ja, kleines Upgrade. Gut, dann würde ich aber beim Demon Hunt, obwohl ich könnte mal noch gucken, eventuell kann ich eins von den Teilen in den Katalysator packen. Vielleicht dafür noch. Machen wir dem Demon Hunter einen Kopf. Na, da habe ich den alten noch, ne? Also das bringt mir eigentlich auch nichts. Im Normal, da ist kein Demon Hunter mehr dabei. Ja, komm, dann nehmen wir auch die Marken. Eventuell kann ich dann noch irgendwas anderes mal upgraden. Die besten Waren der Inseln. So. Drei. So, dann haben wir noch einen Priester. Ein bisschen schickes Stoff-T-Mock wäre es jetzt. Okay, was haben wir da? Wir haben einmal eine T-Brust, die brauche ich nicht. Ein Trinket und... das kann ich brauchen. Das ist auch aus dem Gewölbe, wie ihr seht. Das nehmen wir doch mit. Sogar mit Movement Speed, wunderbar. So haben wir das gern. Okay, jetzt muss man schauen. Ja, das ist auch besser als das, was ich habe. Das können wir gleich mal anlegen. Guten Tag, machen wir den ganzen Mist. Übrigens, die Barren, die bin ich aktuell noch am Sparen, ne? Also die setze ich dann mal alle oder, ja, benutze zum Stuff kaufen, ne? Von T-Mock-Gedönsen, wenn ich mal genug von denen habe. Ich glaube, irgendwie 270, 80 rum braucht man, also doch eine ganze Menge. So, tun wir das mal upgraden. Noch ein Mock. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich da noch irgendwas umwandeln muss. Wo haben wir es? Erweiterungsfeatures. Bitte Season. Nee, Priester ist nicht mehr drin. Okay, passt. So, dann haben wir einen Demon Hunter. Mal gucken. Ich glaube, bei dem braucht man den Kopf, ne? Aha, was haben wir denn da? Den Kopf. Die anderen Sachen. Hände. Das, ja gut, das ist ein No-Brainer. Super, dann haben wir das Demon Hunter Set fertig. Also das aus der Season 4, ne? Das Aussehen haben wir natürlich schon lang. Da brauchen wir dann auch nichts anderes machen und anlegen kann ich es auch. Ist, denke ich mal, auch besser. Jetzt zumindest schon mal ein Zweier-Set. Ja, besser als nix. So, dann sind wir als nächstes auf dem Worry. Schauen wir mal, was wir Schickes drin haben. Vielleicht die ein oder andere nette Waffe. Ein Schild. Okay, die zwei Sachen brauche ich nicht, aber das ist auch wahrscheinlich wieder aus dem Gewölbe, oder? Ja. Das ist aus dem Gewölbe Brutmutter. Das ist der vorletzte. Perfekt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch schon mal besser als der Stuff, den ich da anhab. Und das können wir auch quasi einmal upgraden. Kann ich jetzt gar nicht verkaufen. Weil es nicht repariert ist, ne? Schwierig. So, dann haben wir einen Druid am Start. Mal schauen, was der Schickes drin hat. Okay, wir haben den Kopf drin. Den könnte ich sogar noch upgraden, ne? Da haben wir das Normal-Ding gesammelt, aber nicht... Nee, das LFR-Teil haben wir gesammelt, aber nicht Normal. Ein Trinket und ein Ring. Ja gut, dann ist das hier ein No-Brainer. Wir nehmen den Kopf. Dann hoffe ich mal, dass ich genug Upgrade-Sachen habe. Hoi, na der hat eh schon hohes an, da brauche ich wahrscheinlich sogar nicht mehr Marken, schätze ich mal. Obwohl, muss man gucken, wie weit ich ihn dann upgraden muss. Aber, nee, da brauchen wir nichts, seht ihr? Null. Easy. Perfekt, Katalysator brauche ich eigentlich gar nicht gucken. 92. Habe ich da noch einen höheren Kopf irgendwo? Ah, seht ihr, ich habe da noch einen höheren. Aber, komm, dann machen wir es doch so. Wenn das jetzt eh kostenlos ist. Oder nahezu, dann können wir doch den Kopf auch schnell die eine Stufe mit nur Flugsteinen upgraden. Dann macht der wenigstens Sinn. Okay. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Monk. Bei dem brauche ich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Da habe ich, glaube ich, auch noch zwei Sachen.
vom TZ. Und was haben wir hier? Eine Brust. Okay, das ist eine von den TZ-Sachen. Ja, und die anderen sind jetzt Waffen, die ich aber schon habe. Die habe ich, weiß ich auch beide, dass sie gedroppt sind, ne? Also zumindest, nee, das Arborus-Ding, das habe ich letzte Woche auf jeden Fall gekriegt. Und das hier meine ich auch. Aber Aki-Waffen, ne? Brauchen nicht so viele Leute. Deswegen, die kriegst du immer relativ gut. Die Int- und Stärke-Waffen, das sind die, die immer hart umkämpft sind. So, die Brust können wir gleich schon mal anlegen. Die ist tatsächlich auch besser. Und wir können sie wieder upgraden. Jetzt schauen wir mal, wie viele Drachenwappen haben wir. Auf jeden Fall genug. Das sieht schon mal gut aus. Ja, so langsam kriegen wir doch die Sets. So, okay. Upgraden. 5. Wunderbar. Und weiter geht's. Dann haben wir hier noch einen Deka. Schauen wir mal, was der Schickes drin hat. Ich glaube, Deka brauche ich auch noch einen Teil vom Set. Nein, nein und dreimal nein. Jetzt schauen wir mal schnell, ob da irgendwie noch ein Setting am Start ist. Hier, ein Kopf. Nee, Kopf ist aber nicht dabei. Ja gut, der Ring wäre ein gutes Upgrade. Aber komm, egal. Wir nehmen die Marken. Da machen wir gar nicht lang rum. Tauschen die einmal ein und gut ist. So, dann haben wir einen Shami. Mal mit dem gucken. Ich meine, da brauchen wir auch noch einen Teil, oder? Im Katalysator Season 4. Jawohl, wir brauchen den Kopf noch. Und was haben wir drin? Eine Taille, eine Brust und einen Ring. Das ist alles nix. Jetzt gucken wir mal, ob es irgendwo ein krasses Upgrade wäre. Ja, der Hals wäre nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, auch hier verzichte ich jetzt auf das Upgrade und nehme die Marken. Das bringt mir, glaube ich, auf lange Sicht mehr. So, als nächstes haben wir den Paladin. Gucken, was mit dem noch Schickes drin ist. Also, Set-Hose brauche ich nicht. Taille brauche ich auch nicht. Hände brauche ich auch nicht. Jetzt schauen wir noch geschwind, wie es jetzt mit dem Katalysator ausschaut. Nee, Paladin ist komplett raus. Naja, werden natürlich schon einige Sachen besser, aber wir nehmen auch die Marken. Mal gucken. Nächste Woche, wie gesagt, ist dann einmal Yogi angesagt. Ne, da werde ich wieder ein paar Runs machen, only Yogi. Da gibt es dann halt Items, die im Normal-Item-Level sind, die direkt droppen. Eventuell, wenn ich da eins kriege, ne, kann ich es damit auf HC-Item-Level upgraden. Und es gibt direkt HC-Teile, die man gedroppt kriegen kann. Dafür ist es auch nicht schlecht, die dann vielleicht nochmal irgendwann auf Mythic zu kriegen. So, dann haben wir einen Magier. Ich muss mal die Chars ein bisschen rappen, ne? Die haben teilweise das Gears ziemlich am Sack. Okay, wir haben einen Ring, den brauchen wir nicht. Dann haben wir, Tierhände, die würden wir brauchen. Und den Stab würde ich auch brauchen. Ich würde tatsächlich eher den Stab nehmen, tatsächlich. Weil die Tierhände, da komme ich theoretisch einfacher ran. Wait, der hat ja sogar Hände, ne? Die ich ab... Moment. Wir nehmen auf jeden Fall den Stab und dann fliegen wir nachher hoch und packen die Hände in den Katalysator. Da fehlt es dann quasi nur an dem Charge, ne? Hatte ich letzte Woche anscheinend dann keine Aufladung mehr. Na, schaut mal an. Bei dem wären auch die Marken gut gewesen, weil dann könnte ich hier den Stecken upgraden, ne? Auf 5 von 8, dann hätte ich da auch noch einen T-Mock. Das habe ich jetzt bei den anderen Chars, wo ich die Marken genommen habe, tatsächlich gar nicht nachgeguckt, ob ich da noch was rumliegen habe. Naja, aber gut. Das kann ich ja dann auch beim nächsten Mal schauen, wenn ich wieder mit den Chars durchlocke und die Vaults mache, ne? Ganz zur Not. Aber jetzt packen wir das mal die Hände rein, dann müsste ich ja trotzdem das Set kriegen, ne? Ja, seht ihr. Also wenn ich die Auswahl zwischen einem Non-Set-Teil und einem Set habe, dann nehme ich immer das Non-Set. Weil das Set kriegst du viel einfacher. Da kannst du jegliche Hände reinpacken und kriegst das. Okay. Ja, jetzt ist hier Magier auch raus, ne? Einmal DK, einmal Hunter, einmal Monk. Dreimal Schurke, einmal Shami, einmal Worry. Na gut, langsam wird's doch. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Druid.
Der hat auch nichts. Jetzt gucken wir gerade schon mal zum Upgraden. Also, der ist relativ blank. Und was zieht der raus? Schultern. Da würde ich jetzt mehrere Sachen brauchen. Rücken. Das brauche ich alles. Was? Holy shit. Das ist aus dem Gewölbe. Das ist aus einem Mithrasil. Und das ist ebenfalls aus dem Gewölbe. Tja. Tja, das ist jetzt halt die Frage. Das Ding ist, hier würde ich 2 T-Mox bekommen. 1, 1, weil ich da jeweils die Normal-Version schon habe. Das Ding ist, selbst wenn ich die anderen Chars jetzt noch fertig lock, ne, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich alles wegbekomme. Komm, wir nehmen jetzt hier die Schultern, weil ich da das volle Mock mitnehmen kann. Bei den anderen beiden ist es quasi nur ein halbes. Also da kriege ich ja quasi nur ein Teil. Machen wir es mal so rum. Schauen wir mal, Upgrade-Marken hat der. Na wunderbar. War die Fluggestalt nicht gebindet, aber ist jetzt auch nicht so wild. Packen wir es mal rein. Dann basteln wir es auf 5. Wunderbar, wieder 2 Teile. So, dann haben wir einen Hunter. Ich mach mal All the Things nebenbei wieder auf. Hier schon mal ein bisschen abgleichen können. Nee, nee. Und nochmal nee. Okay, also die 3 Sachen würde ich schon mal nicht brauchen. Guck mal an. Ach, das ist ein HC-Teil, ne? Dass ich auf mythisch upgraden kann. Das bringt mir nichts. Ja, okay. Also wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall die Marken, ne? Aber mit den Sachen kann ich schon mal nichts anfangen. Außer, das wäre natürlich eine Katalysator-Geschichte. Der Kopf, aber ich glaube nicht, oder? Schultern brauche ich da für einen Hunter. Also Kopf ist da schon mal raus. Ich glaube, die brauche ich sogar noch im Normal. Ja, seht ihr, Normal fehlt mir nur noch ein einziges Teil. Hunter-Schultern, aber die hat er natürlich leider nicht. Schade. So, dann haben wir hier noch einen Druid am Start. Jetzt gucken wir mal. Hoffentlich noch ein paar Sachen aus dem Gewölbe. Oder Vault im Englischen. Oh, weia, das sieht nicht gut aus. Nee, nee. Und das habe ich natürlich auch schon. Das hat sogar einen Sockel drauf. Tja, ist jetzt halt wieder die Frage. Ist halt wieder Druid, ne? Bin ich gerade überlegen, ob es irgendeine Konstellation gibt. Ja gut, wenn der natürlich... Nee, eigentlich auch nicht. Komm, ich nehme hier das Trinket. Scheiß drauf. Also selbst wenn ich im Black Temple oder bei Yogi oder wo auch immer, ne, halt im Time Walker ein Item krieg und es umwandle, mit dem Main habe ich das Set eh immer schon. In den höheren Schwierigkeitsgraden, also es bringt mir nichts. Hier die Marken zu wählen. So, dann haben wir den Priester. Und was hat der drin? Den Hals. Eine Hose, die ich nicht brauche. Und ich glaube, den hatten wir vorher schon, den Stab, oder? Das war doch der gleiche. Ich meine, Priester hatte ich auch nicht gebraucht fürs Set. Aber jetzt schauen wir zur Sicherheit nochmal nach. Nee, Priester ist nicht dabei. Okay, dann können wir eigentlich die Marken nehmen, ne? Ja, das sind auch keine Riesen-Upgrade-Sachen. Ich habe aber auch nichts, was ich damit aktuell upgraden kann, ne? Was mir noch einen Mock bringen würde. Nee. Okay, schade. Ach, du kannst auch theoretisch mehr kaufen, okay. Ja, gut. Dann haben wir noch einen Druid hier. Komm, jetzt mal wieder ein bisschen schicke Sachen aus dem Gewölbe, die ich brauchen kann. Das sieht ganz schlecht aus. Brust und Trinket und Ring. Ich nehme mit dem Druid den Ring. Ein kleines Upgrade. Schade auch. Dann haben wir einen Priest am Start. Nee, das ist ein Hexenmeister. Ups. Aber auf jeden Fall ein Stoffchar.
Das sieht nicht so gut aus, oder? Ah, doch, hier. Das könnte ich noch brauchen. Sogar zwei Items. Dann Set und Hals. Okay, das ist relativ klar. Relativ klar. Dieses Ding nehmen wir. Wunderbar. Das ist aus dem Vault, oder? Schätze ich mal. Also aus dem Gewölbe. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? So, okay. Dann ziehen wir das mal an. Da brauche ich dann sogar, so wie es ausguckt, nur einmal einen Upgrade. Weil das schon auf 4 von 8 ist. Okay, sonst brauchen wir auch nichts mehr. Dann weiter. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir noch einen Monk. Mit dem brauchen wir ja noch, ich glaube, ein oder zwei Teile hier raus. Oh, was? Oh, das könnte was sein. Ah, eine Faustwaffe. Das brauchen wir natürlich nicht, aber die Faustwaffe, die ist nicht schlecht. Auch wieder aus dem Gewölbe. Ja, schon gut, dass ich immer die 3 Slots voll gemacht habe, ne? Aber wenn du halt das Minimum-Item-Level, was ich vorhin schon erwähnt hatte, auf 463 mit den Twinks farmen musst, ne? Dann nutzt du sie halt auch gleich für alle 3 oder für halt alle Teile im LFR und machst die 3 Slots voll als mit jedem Char ein, weil ich muss ja immer quasi einmal das Item-Level holen. Und oft habe ich dann halt auch PvP-Gear gekauft, ne? Um halt die Zwischenslots ein bisschen aufzufüllen. So, dann, wo haben wir es? Ach, hier unten. Das packen wir jetzt auch rein. Machen es auf 5. Auch noch fertig. Wunderbar. Gut, dann gucken wir weiter. So, dann haben wir hier noch einen DK. Und mit dem brauche ich auf jeden Fall noch ein Set-Teil. Ich habe aber, glaube ich, auch noch einen Charge. Oh, das sieht... Ah, das ist ein Trinket, ne? Das sieht natürlich jetzt nicht so gut für mich aus. Also, das brauchen wir alles nicht. Das ist, glaube ich, ein ziemlich dickes, eins der besten Trinkets, die man haben kann, ist das, soweit ich weiß. Aber ich spiele mit dem Char eh kein Endgame, ne? Jetzt bin ich halt überlegen, nehme ich halt dieses Trinket oder die Marken. Ja, ich nehme die Marken. Da geht der T-Mock vor. T-Mock-Stuff geht vor. So, okay. Dann kaufen wir uns hier Teile. Und ich meine, irgendwas musste ich noch in den... Ich glaube, den Kopf musste ich noch in den Katalysator packen. Da kann ich jetzt nochmal schauen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, genau, seht ihr. Ich habe sogar mit dem noch 2 Aufladungen. Das hätte ich letzte Woche schon machen können. Scheint nicht ganz gecheckt gehabt. So, jetzt müssten wir hier das Dingset auch komplett voll haben. Das DK-Set. Genau, DK ist auch raus. Jetzt sind es nur 7 Normal-Teile. 7 LFR-Teil, 1 Normal. So, als nächstes haben wir den Paladin. Gucken. Eigentlich müsste ich auf Geldhammer stellen für 2 Handschwerter, ne? Okay, das sind Set-Dinger, die brauchen wir nicht. Auch nochmal ein Set. 3x Set. Ah, das sind natürlich schon Upgrades, aber es bringt mir halt wenig. Komm, wir nehmen hier auch die Münzen. Da ist leider nichts mit gewonnen mit den Sachen. So, dann haben wir noch einen Monk. Gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Der hat ja ganz schön schlechtes Gear. Das brauche ich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ja gut, das war 3x eine Nullnummer. Ja, nehmen wir auch die Marken. Ah ne, bringt nichts. Ich habe jetzt gerade noch gemerkt, dass ich die Schultern hätte nehmen sollen mit dem Monk, ne? Weil ich die nur in den Katalysator packen könnte. Aber das war jetzt zu voreilig. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wild. Das halt dann beim nächsten Monk gucken. So, was haben wir denn hier? Wir haben den Lederkopf aus Arborus. Ah ja, das ist der, den ich immer nicht bekommen habe, ne? Den können wir jetzt hier gleich schon mal nehmen. Das andere ist eh Mist. Das brauchen wir nicht. Wunderbar, den können wir auch gleich mal anlegen. Jetzt schauen wir aber, ne, hier jetzt nochmal ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, Demon Hunter war eh schon raus, oder? Halt, Season 4. Ja, Demon Hunter ist eh schon raus. Seht ihr, hier wär der Mantel gewesen, also die Schultern vom Monk. Das wäre halt gut gewesen. Und das abgegradet habe ich anscheinend schon. Also hier müssen wir eh nichts upgraden, so wie es ausguckt.
Gut. Dann haben wir einen Evoker am Start. Bei dem ist das Inventar schon wieder ein bisschen zugemüllt. Und was hat der Schickes? Eine Schildhand. Ach, die habe ich einige Mal letzte Woche bekommen. Dann eine Hose und eine Brust. Und das haben wir alles schon. Ja, die Brust oder die Hose wäre ein Upgrade. Dings brauchen wir ja nicht mehr. Glaube ich, Evoker müsste durch sein mit den Sets. Zumindest im Normal und im LFR, ja, ist durch. Okay, wir nehmen die Marken. Das ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst hier. So, dann haben wir hier noch einen Monk. Also falls da jetzt Schultern drin sind, ne, müssen wir uns merken, die sollten wir nehmen. Einen Kopf, eine Taille und eine Hose. Ja, keine Schultern. Naja, nehmen wir die Marken. Dann haben wir einen Hunter. Muss ich mal gucken, Hunter, da war auf jeden Fall noch was offen. Schauen wir gleich mal, was für ein Slot da noch offen war. Die Schultern waren da offen, okay. So, ach, warte mal, der Umhang, der war doch bei irgendeinem anderen Char noch mit dabei. War das nicht beim Priester sogar oder war das bei dem Druid vorher? Und die Hosen sind set. Also ich muss auf jeden Fall den Umhang nehmen. Nee, das war bei dem Druid, ne, vorhin. Da war der Umhang mit dabei und da habe ich ein Leder-Item genommen. Gut, dass ich... Naja, aber es hätte auch andersrum laufen können, ne? Aber gut, klar, Umhang können halt mehrere Klassen bekommen. Also das ist eigentlich immer clever, wenn man da eine andere Auswahl noch hat, den nicht zu nehmen. Halt. So ein Rücken, warum kann ich jetzt hier... Ah, jetzt. Den müssen wir auch nochmal upgraden. Gut, können wir direkt weiter. Dann haben wir einen Paladin. Da haben wir auf jeden Fall die Sets schon fertig. Da brauche ich nicht groß gucken. Na, wir kriegen... das ist aus dem Gewölbe. Okay, das ist Set. Ja, No-Brainer. Wir nehmen das Gewölbe-Item. Das ist ein Kopf. Schau mal an. Terros. Wunderbar. Also einer der Hauptgründe, warum ich das jetzt hier quasi aktuell mache, den LFR zu farmen, dass ich halt alles schön in Normal upgraden kann. Also wenn ich ein Item krieg, habe ich halt gleich beide, ne? Und das ist halt schon ziemlich dicke. Ziemlich dicke. Das wird schätzungsweise mit der nächsten Expansion halt nicht mehr gehen, weil sie haben ja nach jedem Season-Ende die alten Sachen immer ausgegraut, ne? Wie zum Beispiel hier ein Item, dass du das nicht mehr upgraden kannst. Und ja, das ist halt aktuell eine schöne Sache, dass du dann immer mit LFR, kannst du dann LFR und Normal mitnehmen und wenn du jetzt zum Beispiel HC Raid ist, kannst du eine HC und Mythic mitnehmen, wenn du halt die Wappen soweit hast. Juti, dann locken wir weiter. So, dann haben wir jetzt einen Krieger hier noch. Ich meine, der hatte ja auch nochmal irgendwas, was ich da offen hatte, zwecks Set. Ja, Krieger hat Hände. Schau mal an, gut, dass ich jetzt nachgeguckt habe. Heißt, wir könnten jetzt hier... Ja, wir könnten jetzt hier die Hände nehmen und die in den Katalysator packen. Oder bevor wir das jetzt machen... Nett... Was haben wir denn jetzt hier alles aufgemacht? Halt, stopp. Nett, dass der nur Hände eh schon anhat. Nee, der hat keine Hände, okay. Also wir nehmen die Hände, packen sie in den Katalysator und haben da zumindest dann schon mal das LFR-Ding. So, okay. Halt, nicht das Ticket, das Blizzard seit Wochen nicht beantwortet, sondern das Ding brauchen wir. Na, das Normal-Teil haben wir anscheinend schon, ne? Also da brauchen wir ja wirklich nur noch von Hunter ein Item. Haben wir das Set auch einmal tutti kompletti durch. Gut. Gut, dann haben wir noch einen Evoker. Da haben wir einen Stab drin, der ist schon mal gut. Hose, Schmuckstück, okay, da ist auch wieder einfach. Und das ist auch natürlich wieder aus dem Gewölbe, ne? Schön wäre natürlich auch, wenn so die letzten paar Items aus Amirtrisil und aus Abarus ich wegkriegen würde. Dann könnte ich mich vielleicht irgendwann, ne, eher so auf den Vault konzentrieren, aber ich denke mal, ich muss eh immer noch alles laufen. So, okay, also das packen wir jetzt hier rein und graden es noch auf Normal ab.
Haben da jetzt keinen Sound mehr? Okay. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder hat... Hey, hat die es schon auf Normal? Ja gut, egal. Ziehen wir es an, ist auf jeden Fall besser und ein Upgrade bei dem hier. Dann haben wir noch einen Priester. Set brauchen wir keins mehr. Jetzt schauen wir mal. Okay, den Dolch aus der Mithrasil habe ich. Tierset und einen Ring. Ja, gut. Das haut mir jetzt alles nicht vom Hocker. Nehmen wir die Marken. Da noch drei. So, dann haben wir noch einen Priester am Start. Ein Tierkopf, einen Finger und ein Trinket. Hm. Nee, dann nehmen wir wohl auch die Münzen. So, nächster Stoffchar. Einmal den Hexenmeister. Na, schau mal, der hat die Mark noch gar nicht gelernt. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Das sieht nicht schlecht aus. Das können wir brauchen. Ah, das können wir auch brauchen. Okay, da haben wir jetzt sogar zwei Sachen. Das ist, sind beides aus dem Gewölbe. Muss ich mal kurz gucken. Naja, gut. Glaub, ich nehme mal die Schildhand. Naja, komm, wir nehmen die Schildhand. Weil hier habe ich das Normal-Item schon, so wie es aussieht. Bei dem anderen habe ich noch gar nichts. Die können wir nur upgraden. Jetzt gucken wir mal. Ich habe selber einen Stab an. Also geartechnisch bringt mir das wahrscheinlich gar nichts. Nee, ich habe keine Einhandwaffe. Naja, egal. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendeine auf dem Weg, ne? Man weiß ja nie. So, dann würde ich die jetzt gleich schon mal ein bisschen aussondern, dass wir die nicht versehentlich verkaufen. Und dann schauen wir weiter. So, dann haben wir noch einen Druid. Was der Nettes hat. Teebrust, Hände, Handgelenke. Gut, beim Druid können wir hier die Handgelenke nehmen, da brauchen wir die Marken eigentlich nicht. So. Die besten Preise auf den Inseln. Ach, jetzt bin ich schon aus Reflexen wieder zum Händler gegangen, ich sag's euch. Gut, dann geht's weiter. So, dann haben wir noch einen Worry. T-Set, T-Set und normale Hände. Ja, da werden wir wohl auch die Marken nehmen. Na, schon mal, vorher hätte ich den einen gar in den Katalysator reinpacken müssen bei dem anderen Worry, weil ich jetzt hier die direkt gekriegt hätte, ne? Aber gut, ist egal. So, und dann haben wir hier noch einen Paladin. Ah, was haben wir denn Schickes drin? Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ah ja, schon mal ein Kolben. Einen Rücken und Hände. Okay, hier brauche ich den Kolben. Muss ihn auch nicht upgraden, so wie das aussieht. Ist sogar ein Int-Kolben. Ah, schau mal, der war zufällig auf Heilung gestellt. Ja, nicht schlecht. Also jetzt fürs Gear bringt mir der natürlich gar nichts. Aber fürs T-Mog, ne? Dann haben wir einen Hexenmeister am Start. Also, der hat eine T-Brust. Aus Amidrisil sogar. Eins der wenigen Teile, die ich noch brauche. Sehr schön, das nehmen wir, denke ich mal. Ja. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, das können wir dann gleich noch upgraden. Muss ich mal gucken, jetzt ewig viel Stuff hier noch rumliegen. So, also dann basteln wir das mal auf 5. Ah, schau mal, das kostet sogar gar nichts. Hab schon irgendwas Höheres. Auf 5 kommen dann, wenn das eh Anführungszeichen kostenlos ist. Dann basteln wir die T-Brust auf 5. Man hat schon relativ ordentliches Gear für so einen LFR-Raider, ne? So, nächster Char. Einmal ein Magier. Ah, das sieht nicht gut aus. T-Brust, T-Hände, T-Hose.
Das ist natürlich mega blöd, ne? Da habe ich das Set schon tutti kompletti. Naja, zumindest die Beine wären theoretisch ein Upgrade, aber nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, dann haben wir hier nochmal einen Magier. Schauen wir mal, dass wir was Schickes hoffentlich kriegen. Oh, das sieht wieder nach Set aus, ne? Set, Set, Ring. Ah, so eine Shit, ey, hier. Wir nehmen wieder die Marken. Ich denke mal lieber ein LFR, auf kurz oder lang haben die, kriegen die eh ihr Gear zusammen, ne? Da ist dann eh wurscht. So, die Dinger tauschen wir wieder um und dann schauen wir weiter. Sudele, dann haben wir einen Demon Hunter. Gucken, was der so Schickes hat. Set, Set und ein Ring. Ich glaube, Demon Hunter war ich ja set-technisch auch schon komplett durch, ne? Ja, das sind ja eh nur noch 4 Klassen. Lass mich mal überlegen. Jetzt schon ein paar ganz nette Upgrades, aber auch hier sage ich, komm, scheiß drauf, wir nehmen die Marken. So, dann haben wir einen Evoker. Evoker. Und was hast du Schickes? Ah, den Stab habe ich vorhin schon mal gesehen. Das ist ein Set-Teil. Die Kettentaille. Sweet. Ich dachte mir jetzt eigentlich schon, dass es eine Nullnummer wird. Aber das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wenn ich die Upgrade ist, die wahrscheinlich eh besser ist, das hier. Machen wir das mal so rum. Also. Basteln wir die auf Normal hoch. Und haben noch einen Timok. So, okay. Dann haben wir jetzt einen Priester. Das sieht gut aus, das erste Item. Ja. Die haben wir tatsächlich auch schon. Die habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gekriegt. Also immer, wenn mir die Items oder die Icons unbekannt vorkommen, dann weiß ich schon, okay, das muss aus dem Vault sein, weil da habe ich halt fast gar nichts gemacht, ne? Okay, das ist eine Schildhand. Ach ja, das ist ja sogar ein Upgrade. Gar nicht schlecht. Trifft sich doch ganz gut. So, Kollege Schnürschuh, wir müssen upgraden. Und weiter geht's. So, dann haben wir hier einen Krieger. Da haben wir ja alles soweit set-technisch fertig gemacht. Und vielleicht mal ein paar schicke Waffen. Ne. Taille, Hose, Ring. Ziemlich mystik. Ja, komm. Wir bleiben uns treu, wir nehmen die Marken. Dann haben wir hier noch einen Hunter. Also die Schultern wären jetzt echt big, ne? Ein Bogen. Hose. Ja, okay, wir nehmen auf jeden Fall aus Abarus den Bogen. Ah, ja, den habe ich nie gewonnen. Der ist ganz selten gedroppt, ne? Bei dem Angriff der Zarquili oder wie die heißen, da habe ich noch so viele Items offen. Teilweise habe ich Bosse fast komplett fertig, wo ich nur 1 oder 2 Items brauche, aber da habe ich irgendwie nur 6 oder 7 Items offen. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie komisch, dass dann manche Bosse, dass du dann da irgendwie gar nie was kriegst. Und bei anderen halt fast den ganzen Loot-Table hast. Ja, das ist sogar auch noch ein Gear-Upgrade. Gar nicht schlecht. Pack mal da die bessere Schusswaffe rein oder hier den Bogen halt. Dann haben wir noch einen Paladin. Also Set brauche ich mit dem auf jeden Fall schon mal keins. Waffen wäre gut. Oh, was haben wir da? Schild. Set, Ring. Schon ziemliche Scheißsachen an, aber wir nehmen trotzdem wieder die Marken an der Stelle. Die besten waren der Inseln. Okay, ich denke mal, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen, ne, wenn ich dann quasi schon einige Marken rumliegen habe, dann kann ich auch die Gear-Upgrade-Sachen mit den Chars theoretisch nehmen, aber erstmal so einen Grundstock an Marken aufbauen. Ja, kacke, da bräuchte ich noch Mythic-Marken zusätzlich, ne? Schwierig, naja. So, dann haben wir jetzt einen Schurken.
Schurke ist tatsächlich interessant wegen Set, ne? Da brauche ich nämlich nur was. Schau mal an, da haben wir sogar Set-Hände. Brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich sag's und es droppt. Andere sind alles, ich glaube, das ist sogar dieser richtig krasse Hals, oder? Kann das sein? Im Effekt drauf? Nee, das ist mit... Nee, das ist aus der Metras. Ich glaube, der krasse Hals war auch aus dem Vault. Naja, egal. So, wir nehmen auf jeden Fall das Ding hier. Das können wir auch mal anlegen. Ah, jetzt hat... Ich meine, Schurke waren zwei Sachen, ne? Also da brauche ich jetzt immer noch ein Teil. Mhm. Waren da sogar drei, die gefehlt haben? Scheinend, ne? Jetzt haben wir die Hände. Was fehlt jetzt noch? Hose fehlt noch und Brust. Warte mal, der hat doch eine Hose. Gut, dass ich jetzt geguckt habe. Die könnten wir eigentlich in den Katalysator packen. So, dann schauen wir doch jetzt mal. Also, die Hose packen wir rein. Follow, haben wir wieder eine Aufladung. Dann brauchen wir mit dem Schurken quasi nur noch die Brust. Also jetzt sind es nur noch vier Normalteile, vier LFR-Teile, ein Normal. Dann wären wir tatsächlich mit den Normal- und LFR-Sets fertig. So, nochmal ein Magierhammer am Start. Und so ein Zauberstab wäre mal was. Oh, den Stab nehme ich auch. Okay, perfekt. Dachte mir gerade so, Waffen, ne? Wäre nicht verkehrt. Zauberstab kann halt nur. Können halt nur die Caster tragen. Stab theoretisch jeder, aber den nehme ich natürlich auch. Der ist wahrscheinlich auch besser als das, was ich habe, oder? Ja, natürlich. Und den können wir dann auch wieder upgraden. Marken sind am Start. Perfekt. Seht schon, ich habe letzte Woche gut vorbereitet alles. Wunderbar. Oh ja, können wir auch noch die Quest abgeben, hier mit den Flugsteinen. Okay, dann schauen wir weiter. So, dann haben wir jetzt einen Hexenmeister. Oh, der Umhang sieht gut aus. Ja, den brauchen wir. Perfekt. Einmal aus dem Gewölbe. Ich glaube, Gewölbe haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich vorangetrieben. Das kann ich ehrlich sagen. Okay, den können wir dann auch gleich nochmal weiter upgraden. Wie geht es euch? Die Woche ist es halt jetzt mit dem Opening noch relativ gut, ne? Weil mir halt vor allem im Gewölbe sehr viel fehlt. Aber jetzt die nächsten Wochen wird es dann wahrscheinlich eher ein bisschen mager werden, wenn dann in jedem nur noch eine Handvoll Items fehlen, dass man dann die richtigen Sachen kriegt. Beauty, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne, der hat nichts mehr zum Upgraden. Sonst, ja, log mal weiter. So, dann haben wir einen Worry hier am Start. Ihr seht, der ist gerade noch im War-Mode, muss ich gleich mal noch ausschalten. Ich habe diese PvP-World-Quest gemacht, wie diese blutigen Abzeichen. Das Schild kann ich noch brauchen. Ah, das ist aus dem Gewölbe. Um da die T-Mox zu kriegen, genau. Also... kann man sich hier auch 470er Items kaufen. Ist auch nicht schlecht dann, um schneller LFR queuen zu können. So, jetzt bevor wir es vergessen, machen wir natürlich den Warmode aus, dass wir mit meinen Loadwings nicht verdroschen werden. Das wäre nämlich eher ungünstig. Okay. So, dann haben wir einen Evoker. Was haben wir denn da noch Schickes? Trinket. Kopf. Na gut, das ist alles leider nix. Da wären teilweise schon gute Upgrades dabei, aber nee, komm, wir nehmen die Marken. Hilft ja nix. So, dann haben wir hier noch einen Shami. Mit dem brauchen wir ja noch ein Teil aus dem Set, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Jetzt gucken wir mal geschwind. Welches war denn das? Das war der Kopf. Hier haben wir jetzt zwei Sachen dabei. Ach, Moment. Schau mal an. Ja gut. Mit dem Shami war ich im HC-Raid. Und zwar bin ich da bei der Gilde mitgelaufen und konnte AFK-Chars mitziehen
weil die einfach mehr Chars fürs Loot brauchen. Ich soll zwar auf den Loot passen, aber trotzdem einige Sachen gekriegt, was sie nicht gebraucht haben. Und das war halt ein bisschen über eine Stunde, war das halt ein Clearrun, ne? Hab ich schon wieder ganz vergessen. Dementsprechend hat der jetzt hier HC-Loot drin. Der hat halt irgendein Grütze-Gear an, ne? Und hat jetzt halt da HC-Teile gekriegt. Hab sogar gar nicht schlecht Sachen gekriegt, ne? Dafür, dass es eigentlich hieß, ich passe halt auf den Loot, ne? Hat der jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sachen aus dem HC dafür gekriegt. Also das lief ganz gut, aber das haben die halt nicht gebraucht, ne? Und jetzt habe ich hier noch die Auswahl. Jetzt ist halt die Frage, ich kann das, glaube ich, ja eh nicht upgraden, weil ich keine Mythic-Marken habe. Also ich habe mit dem auch jetzt ein paar Würmwappen. Ja gut. Ich denke mal, wir nehmen die Taille, weil einen Umhang werde ich eher mit dem Main auch mal kriegen können, ne? Dann machen wir es so. Nehmen wir die Taille. Und ja, gut. Packen die mal hier noch rein. Aber es ist halt wie bei den anderen Teilen, ne? Wenn ich sie auf 5 von 6 upgraden will, brauche ich halt die Aspektwappen. Das hilft halt alles nix. So, dann haben wir noch einen Schurken. Da brauchen wir ja auch noch ein Item. Fürs Set. Okay, das ist ja mal mega miese Volt. Also ein Schmuckstück und ein Finger. Ja gut, jetzt gucke ich mal schnell, was wir noch brauchten für den Katalysator. Eine Brust. Ah, die ist zu hoch, ne? Die der anhat. Ja gut, da können wir schon mal nichts machen. Ja, dann nehmen wir einfach die Marken. Das ist mein ehemaliger Speedchar, ne? Der hatte ja jetzt ewig lang halt Low-Level-Items an. Zumindest hat er jetzt auf jedem Slot einen Max-Level-Item. Also das ist ja schon mal was. So, dann haben wir einen Hunter noch am Start. Na, was hat der Schickes drin? Oh, das sieht, glaube ich, gut aus. Ja. Sehe ich gleich schon an den Icons, dass das ein Vault ist. Nehmen wir die Handgelenke, das andere beiden sind jetzt halt Set-Sachen. Hunter wird halt eigentlich die Schultern, ne, von dem Set würde ich brauchen, aber die kriege ich irgendwie nicht. Aber dafür können wir die schon mal anlegen. Und direkt auch upgraden, oder? Marken hat er, wunderbar. Wunderbar. Es gibt viel zu entdecken. Hätte ich meine die falschen abgegradet, ich sag's euch. Die hier. Perfekt. Schuderloder, noch ein Monk hier. Mit dem brauche ich noch ein Set-Teil. Bin mir relativ sicher, bloß weiß ich jetzt nicht mehr, welches das genau war. Hier. Die Schultern. Sind es bei allen die Schultern? Nee, da ist es ein Kopf und da ist die Brust. Okay, was haben wir hier? Einen Streitkolben, den haben wir schon. Das hatten wir vorher schon mal drin. UT, das ist eine komplette Nullnummer an der Stelle. Warte mal, hat der Heal eingestellt? Ah, der hat Heal eingestellt. Schauen wir mal Frau Meister um. Ja, der hat lauter Heal-Sachen drin. Also, außer der Hals wäre das andere ja eh für die Katz. Weil das quasi dann für einen falschen Spec ist. Vorbot, ja. So, dann haben wir hier noch einen DK. Einen Todesritter. Das sieht nicht gut aus, oder? Was ist das hier? Handgelenke, Set. Sogar mit Sockel. Schaut euch das an. Hier gut. Nehmen wir die Marken. Will ich irgendwas dabei? Ja, da brauche ich Mythic-Marken für. Nö, nicht. Unvorstellbarer Güte. So, dann haben wir noch einen Priester. Haben wir irgendwas, was wir noch höher upgraden können? Okay, Handgelenke. Den Stab hatten wir vorher. Das Schild hatten wir vorher auch. Das ist alles aus dem Gewölbe tatsächlich. Aber, warte mal, waren die Handgelenke nicht sogar bei dem anderen Priester auch? Wo ich überlegt habe, was ich nehme? Ich meine ja, ne? Okay, oh, ich habe jetzt hier, muss ich das Ding erstmal upgraden, dass ich quasi einen Mock krieg. Marken habe ich, jawollo.
Jawollo. Naja, schau mal, wir können die Quest annehmen. Packt man rein. Den Aal hier. Schau. Wunderbar, wieder eins mehr. Und dann kann es weitergehen. So, dann haben wir noch Nevoka am Start. Okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Belastend. Die Brust wäre natürlich schon ein dickes Upgrade, ne? Aber was soll's. Wir nehmen die Marken. Sicher ist sicher. So, okay. Ich habe gerade noch im Inventar hier gesehen, ich habe ein Item, das ich upgraden kann. Ach, schau mal, da brauche ich sogar nicht mehr die Marken. Theoretisch würde ich sie brauchen, aber ich habe da noch ein höheres. Deswegen habe ich das hier anscheinend auch liegen lassen im Inventar, ne? Weil ich das nur upgraden wollte. Dachte aber eigentlich, ich brauche die größeren Marken, aber ich brauche sie gar nicht, weil ich jetzt schon hier die HC-Taille rumliegen hatte. Okay, nevermind. Dann haben wir einen Paladin am Start. Ja, der hat jetzt nicht so geiles Gear, wenn ich mir das so angucke. Einen Hals, ein Set-Teil und noch ein Set-Teil. Ja, hilft nix. Wir nehmen auch wieder die Marken. Die größte Auswahl überhaupt. Ich habe Allerien. So, okay, dann haben wir jetzt noch einen Worry. Ah, was haben wir da Schickes? Eine Axt. Eine Taille, die brauche ich. Okay, die muss ich sogar nicht mehr upgraden, ne? Da habe ich anscheinend die Normal-Version schon von der Brutmutter. Perfekt. Okay. Mal anlegen. Mal, Worry brauchte ich auch noch irgendwas für einen Katalysator. Nee, Worry war raus. Okay, nee, da hatte ich ja die Hände gemacht, ne? Stimmt. So, dann haben wir einen Hunter am Start. Ups, das war jetzt nix. Wir haben eine Brust, wir haben Hände und wir haben einen Rücken. Nichts davon brauche ich. Ach, Hunter hat, was waren das? Schultern braucht ihr der, ne? Das war, sind jetzt wieder nicht die Schultern drin. Jawollo, Schultern. Ja, gut, dann halt nicht. Das ist auch einer von meinen ehemaligen Speedchars. Naja, sonderlich gutes Gear haben die nicht, ne? So, dann tun wir jetzt hier erstmal noch... Ups, ich wollte eigentlich 3 Marken holen. Genau. So, jetzt haben wir nochmal einen Magier hier. Ja, der kann auch noch einiges brauchen. Ah, den Umhang haben wir schon. Talia auch, den haben wir auch schon. Das ist sogar... 2 Sachen sind aus dem Gewölbe, 1 aus Avaros. Hat der irgendwas, was ich nur upgraden müsste? Nö, hat der eigentlich nicht. Ja, wir nehmen trotzdem mal die Marken noch. Marken. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich soweit mit allen Chars durch sein. Jetzt können wir danach noch auf den Priester gucken. Den hatten wir ja am Anfang nur offen gelassen, ne? Eventuell ist da ja noch was dabei. So, also zurück auf den Priester. So wie ich das jetzt sehe, haben wir sogar die beiden Teile schon. Also die Handgelenke haben wir und den Streitkolben haben wir tatsächlich auch. Heißt, ich kann jetzt hier auch die Marken nehmen, tatsächlich. Und ja, dann sind wir auch mit allen Chars durch. Das waren jetzt knappe 70 Chars, ne? Waren dann doch einige, muss ich sagen. Letzte Woche dann im LFR hauptsächlich unterwegs war. Jetzt können wir auch mal gucken, wie sich das verschoben hat mit den Prozenten, hauptsächlich im Vault, ne? Da wird sich ja auch das meiste getan haben. Also, wenn ich jetzt reingucke, wir hatten vorher 117 Items im Vault, die mir gefehlt haben und waren bei 39%, jetzt sind es nur 91, also im LFR zumindest. Sind wir jetzt quasi bei der Hälfte und im Normal haben 46 gefehlt und das sind jetzt nur 29. Da sind wir von 76% auf 85%. Also da haben wir einen guten Sprung gemacht. In Avaros fehlen jetzt nur noch 21 Teile. Da haben vorher 32 gefehlt und sind jetzt quasi auf 9,
von 84 auf 89. Und gut, hier sind wir jetzt, haben wir nur 2 plus gemacht. Von 16 auf 14 runter und auf von 92 auf 93 kommen wir irgendwas drauf. Und den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, am Mithrasil, aber Mithrasil brauche ich auch nochmal viel. Da sind, schau mal, im Normal sind es nur sogar nur noch 9 Items. Sind es 15, da sind es 9. Dann seht ihr, von den hinteren Bossen brauche ich sogar gar nichts mehr. Ah, da sind es Set-Sachen, ne? Vor allem das Problem ist, das hier sind Set-Teile aus der anderen Season. Schwierig. 2 Gear-Teile. Das ist echt fast gar nichts, ne, was mir da fehlt. Bin ich schon wirklich fast komplett durch. Die Sachen sind jetzt hier nur drin, weil wenn ich die Teile kriegen würde im Normal, könnte ich sie auf Mythic upgraden. Deswegen sind die jetzt hier noch drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel im LFR gucke, da sind diese Set-Dinger nur drin, wenn ich sie wirklich noch brauche oder wenn ich sie dann auf Normal upgraden müsste. Aber auf Normal habe ich so gut wie alles. LFR ist auch übersichtlich. Da brauche ich zum Beispiel auch nur das, den Shami-Kopf, ne? Also den hinteren Teil brauche ich eigentlich gar nicht mehr Qn im LFR. Weil den Shami-Kopf, den kriege ich eigentlich aus allen Dingern raus. Also den könnte ich mir theoretisch schenken. Den Führak. Ja gut, das war auf jeden Fall eine erfolgreiche Geschichte. Haben einige T-Mox gekriegt und ja, die Woche werde ich dann ein bisschen wahrscheinlich im Mithrasil unterwegs sein. Das ist ja jetzt quasi gerade erweckt, ne? Und mal gucken, was wir dann rausziehen nächste Woche aus dem Vault. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.